So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Daumen dabei. Guten Tag. Und wir gucken uns heute an Cephalid Breakfast gegen Vinota. Frühstück. Richtig. Das gute alte Frühstück. Schwarz, Weiß, Blau, Two-Cards, Gravejard-Combo-Deck. Und auf der anderen Seite Vinota, Rot, Weiß, Agro, Stompy, Human Goblin. Initiative. Schiete meine Kreaturen rein. Yes! Also, Deck, was schnell gewinnen kann, gegen Deck, was schnell gewinnen kann. Richtig. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Und ich bin gespannt, wer hier schneller heute zuschlägt, sozusagen. Mhm. Auch witzig, Vinota relativ frisch. Ja. Und Cephalid Breakfast eigentlich schon Ewigkeiten im Game. Ja. Naja, das ist. Das Deck war zwischenzeitlich mal so ein absolutes Meme-Deck, dann war es mal gut, dann war es wieder Meme-Deck und jetzt ist es wieder gut. Ursas Saga macht viele Decks immer noch wieder gut. Genau. Das ist ein Rebelmeister. Rebelmeister. Ist so klar, oder? Ja, also irgendwie so Comic-Style-Artwork. Ja, hier dann, nee, ist es hier 14. Februar oder wann auch immer Valentinstag ist. Ich bin da ganz schlecht. Ach, ja, da waren die ja. Das ist ein Pralinen-Schachtel-Goblin. Scheiße. Und die kleinen Goblins sind alle Pralinen. Der auch Pralinen? Pauline! Genau, auf der anderen Seite haben wir den Combo-A-Teil, den Encore. Null Mana, kannst Schaden auf einer Kreatur verhindern, ne? Ja, du kannst Schaden von ihm auf eine andere Kreatur legen. Ah! Ja, das ist halt dann ganz gut. Egal, steht Target drauf. Genau, es muss nur Target draufstehen. Da ist ein Dude. Ein Berserker gezogen worden. Das ist ein Chalice. Boah, hätte man hier Chalice of 1 schon mal droppen können? Weil man wusste wahrscheinlich nicht, wogegen man spielt, aber Chalice of 1 ist doch... Chalice of 1 ist doch immer ein No-Brainer. Ja, auf der anderen Seite, wenn man jetzt ein Land gehabt hätte, hätte man, glaube ich, wieder Vinota spielen können. Ja, und dann hätte er wirklich einfach Game sein können. Ja, das stimmt, das stimmt. Vinota hätte bis zu 18... Ja doch, das 19 Damage. Das hätte, glaube ich, liebend sein können. Yep. In einer perfekten Welt. Der haut jetzt 6... Bringst du 3 Kreaturen rein, am besten noch 2 Furies, dann genau. Haben wir schon mal 6 perfekten Welt. Bist du ja. Da ist eine B-Kombo. Kennst du übrigens meine Kombo? Yes. Finde ich sehr spannend. Ich habe gegen Dennis bei uns in der Radio Ravnica Discord Webcam Liga auch mit Cephalid gegen Vinota gespielt. Da war er ziemlich am Rumweinen. Zu Recht. Und da macht das Deck halt manchmal nicht so viel gegen, auch wenn es eigentlich, glaube ich, ganz gut aufgestellt ist. Es ist vom Prinzip her, glaube ich, ganz cool dagegen. Oh, das Bowmaster. Neuer Spice. Ja, spannend. Und ja, wenn auch ihr mal eine Liga spielen wollt, bei uns über Webcam spielen wollt, abends, wenn ihr Langeweile habt oder ähnliches, kommt es auf den Discord-Server. Wir haben von Radio Ravnica, wir haben Legacy, Pioneer und Pauper liegen immer mal wieder abwechselnd am Laufen. Ja, dementsprechend kann ich nur empfehlen, es macht mega Spaß. Und, ja. Werbeblock Ende. Werbeblock Ende, dann habe ich den Werbeblock übersprungen in der Zeit, wo hier Cephalid Breakfast die Combo spielt und gewinnt. Sogar mit Devotion zu 3. Genau, mit Devotion zu 3. Das ist schon mal nicht verkehrt, das ist schon relativ viel. So, jetzt Sideboard. Ja, Sideboard. Blasts? Ja, Blast, Blue Blast und Red Blast. Kurzer Werbeblock nochmal. Another one. Ja, another Werbeblock. Hier bitte Patreon und YouTube-Member werden, genau. Nee, hier so Fahrstuhlmusik einblenden. Ja, wäre ganz cool. Zum Sideboard. Ich glaube, wie gesagt, Vinota hat, glaube ich, Magus of the Moon zum Sideboard. Gravehate. Oh ja, stimmt. Sowas wie Fairies? Nee, Fairies sind bad. Furries sind scheiße. Furries sind auch bad. Ja, eigentlich ist der Go-To die Leyline. Ja, Leyline. Leyline ist auch ziemlich gut gegen Breakfast. Hat Breakfast sonst noch Removal im Sideboard, außer die blauen Blasts? Ja, man kann Swords, die Blow Shares oder die Endings. Oh. Die Endings. Die kann man auch machen. Es sind halt nur dreifarbige Endings. Helfen halt nicht so viel gegen Minota. Leyline. Oder Leyline, ja, stimmt. Aber dafür hast du Teferi. Genau, dafür muss man Teferi dann haben. Boah, 2 Ursas Saga, 2 Aether Violen. Da ist ein. Die Hand ist so semi-gut. Ja, geht so, oder? Also, es macht halt Turn 3 kommen. Ja, dadurch, dass die Ursas Saga dir die Schoko raussucht. Nee, macht sie nicht mehr. Okay, vergessen wir das. Ja,
Also muss man leider sagen, dass der Brazenborough kein Wizard ist. Sonst könnte man den Wizard sein. Das wäre voll gut. Gibt es einen Wizard, der irgendwas bounced? Ich weiß es nicht. Aber der kostet wahrscheinlich eine Fiktion Mana. Ja. Auf jeden Fall haben wir bei Venota einen Magus auf dem Moon gesehen. Also ein Stonebrain. Ja, genau. No-Brainer. Einfach reindroppen. Immer nett. Das war jetzt auch greedy. Ne? Man hat ja die Hand gehalten, obwohl man nur zu ein Land hatte. Und keine Chalice. Ja, sehe ich ähnlich. Carven of Souls. Oh, noch Carven. Das ist halt auch mies. Ja, du musst dich jetzt entscheiden. Ja, weil da ist auf jeden Fall auch noch ein Goblin, also ein Rebelmaster. Man kann halt in den Rebelmaster-Route gehen, also halt den Aggro-Route. Und dann einfach mal bieten. Ja, oder man geht halt den Magus of the Moon. Ich persönlich bin bei Magus of the Moon, was einfach daran liegt, dass man jetzt für 3 Mana den Magus spielt und dann schon mal 2 Rote für den Goblin hat. Wie viel Basics spielt Cephalid? 2. Ja, dann wäre es safe der Moon, weil dann ist... Eine Insel und eine Ebene. Fun Fact, die Insel ist auf der Hand. Aber das weiß man natürlich ja nicht. Als nee, nee, aber rein vom... Rein von dem Logischen her und allem ist es auf jeden Fall so, dass man es macht. Und ja, hier werden Zettelchen gesucht. Wunderschöne, nachhaltige Zettelchen mit verschiedensten Sachen drauf. Ich glaube, da steht immer Goblin drauf, wenn ich es richtig sehe. Ich sehe gar nichts. Außer einen weißen Zettel. Tap. Goblin. Tap, tap, tap. Yes. Yes. Okay, dann zeigt meinem Gegner wieder seine Pralinen. Praline. Praline. Geht für einen... Ich meine, wenn man jetzt ein Land deckt, kann man halt wahrscheinlich mehrere Ursas Sagas mitbekommen. Das ist schon ganz nett. Ja. Das Problem ist halt, wenn man jetzt das Land nicht deckt, wird man halt wieder Turn 2 gecombot. Ja, das stimmt. Du kannst den jetzt schon legen, den Cephaliden? Ja, würde ich nicht. Ich hätte immer noch das Wizard Cycling oder eine zweite Ätherfiole für irgendwas. Stimmt. Aber, boah. Dum. Ja, stimmt. Doch, zweite Ätherfiole, falls man noch den weißen Dude zieht. Ja. Also man ist jetzt ziemlich... Ist der weiße Dude Wizard? Nee. Schau. Der ist Nomad, ich glaube Cleric. Ja, der ist ja Nomad Encore. Genau, ist ein Encore. Encore. Ich weiß nicht, hat man ein Land gesehen? Hab ich das gesehen? Oh, noch eine Cavern. Okay. Die legt man jetzt aber auf Human. Safe. Yes, da steht Human. Groß und dick, diesmal sogar richtig gut lesbar. Ist das andere ein weißer Zettel? Ich vermute es. Oder ein schlechter Kuli. Ne, es ist ein Kuli, da steht auf jeden Fall irgendwas drauf, meine ich. Wir werden es in den Kommentaren erfahren. Dann für... Aha. Winota. Winota. Das Win in Winota steht übrigens dafür, wenn man jetzt einfach gewinnt. Wie? Die eine Kevin macht doch... Kein rotes Mana. Stimmt, ich mach Goblin Mana. Na, 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 na. Kollege, wie hast du die denn jetzt gecastet? Indem man cheatet. Nein. Passiert Dinge, die man gerade in so einem Deck manchmal, die manchmal passieren. Weil da dürfte jetzt Goblin draufstehen. Das ich war ein Nuller. Nicht, dass es ein Goblin ist. Du kannst den auf. Ist Minota ein Warrior? Das kann sein. Das wäre natürlich ein geiler Workaround. Das ist ein Magus of the Moon. Wenn die Warrior wäre, könnte man die auf Warrior setzen, weil er ein Goblin Warrior ist. Ja, yep, die ist Warrior. Das ist natürlich dann ein richtig geiler Workaround. Das heißt, es war nicht auf Goblin, sondern auf Warrior. Und dann cheatet man natürlich auch nicht. Habe ich auch nie erwartet und nie laut gesagt. Ihr habt keine Beweise, außer in diesem Video. Man kriegt die Initiative. Ja, er ist übrigens auch ein Warrior. Und man hat einen Blood Moon. Ja. Und er ist auch ein Warrior. Das Schöne an dem Initiative-Dude ist einfach, man kann jetzt einfach die Ebene raussuchen. Ja. Das ist halt dann nice. Ja, dann suchst du jetzt halt die Ebene und dann hast du deine Farben. Ja. Aber das war halt auch schon... Okay. Haben wir die Ebene auf der Hand? Das wäre natürlich doof. Doofe war halt, das passiert halt bei Winota manchmal auch, die erste Runde war halt ein Nuller. Ja. Das sind wie viel Damage? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 Damage. Ist das richtig? Habe ich das richtig gerechnet? Ja. 6, 8, 13 Damage. Nee, 6. 6, 8, 13. Ja. Ah, stimmt, ja. Minota greift hier nicht selber dann. Naja.
Aber nächste Runde ist halt dann auch der Brust mit Vinota gar nicht dabei. Ja, nächste Runde ist das halt, finde ich halt das Starke bei Vinota, dass er einfach nicht drunter legt, sondern es geht einfach rein. Du brauchst jetzt den Nomad, ansonsten hast du voll gelitten. Ja. Und selbst dann hast du voll gelitten, weil da liegt immer noch die Leyline. Genau, also das ist eigentlich rum. Das ist so perfekt. Einfach ein Grave Rotate. Man sieht einfach, wie Seville Breakfast mit einem Grave Rotate Aspekt wirklich Probleme kriegt. Das ist ein Bowmaster. Ja, Bowmaster macht hier nicht viel, denke ich. Nee. Das kannst du schieben. Das ist vorbei. Spannend, das finde ich halt so spannend. Das zeigt halt auch, wie Vinota einfach Breakfast einfach rum. Die Vinota, ich habe die einmal gegen mich gehabt, da lag ein Rebel Master und ein Warboss. Ja, geil. Und da stehst du halt einfach da und der hat 6 Trigger. Du das machst Spaß, gar nichts. Ja, doch, macht Spaß und ist fair. Vor die triggert ja für jeden. Ja, ja, und sie gehen halt nicht weg. Das finde ich die Stärke daran. Ja, ja, die bleiben. Also es ist nicht wie beim Flux, wo man ja was drunter legt oder opfert oder so, glaube ich. Fireflux Squad. Ja, du cyclest ja quasi durch, du opferst genau, eine Kreatur. Ich meine, du würdest eine opfern, um eine andere opfern zu bekommen. Opfern oder exilen. Irgendwas in der Richtung. Ja, auf jeden Fall, Vinota lässt ja am Feld. Deswegen, ich kann schon verstehen, dass sie in bestimmten Formaten gebannt ist. Ja. Nee, Fireflux muss tatsächlich exile sein. Maligno 5. Blast und Brainstorm und eine Strix. Ah, das ist natürlich nicht so geil. Ja, Blast kann was machen. Ja, aber halt auch nicht so viel, ne? Da kommt's. Das ist ein Duel. Duel? Klar, das spielt man halt auch noch. Alpha-Duel. Ach, weil der Proxy-Maker so ausgedruckt hat. Yes. Oh Gott, sagen, das wäre mir jetzt neu. Bam. Ah, das musst du eigentlich so hart nehmen. Yes. Und du kannst dir nicht erlauben, hier auf Insel zu gehen. Leider. Also das hat mich jetzt auch gewundert, warum ich einfach mit Insel gestartet habe. Weil es gibt einfach kein Szenario, in dem man auf Ebene fetcht oder sowas. Mhm. Und man will ja eigentlich das schwarz-weiße Land daneben legen, dann ist gleich. Okay. Man muss jetzt das OC nehmen, damit man vielleicht die Belfast Trick spielen kann. Mhm. Und das ist einfach, ne, da hätte ich einfach mit einer Insel gestartet, denke ich. Vielleicht hat man echt Angst vor Blocken gehabt. Ja, aber den kannst du genau zerstören. True. Deswegen. Also. Wenn ich so kurz drüber überlege, hat er recht. Ja. Ausnahmsweise. Gut. Hm. Der wird gecountert. Und dann gibt man wahrscheinlich seinen Zug zu den Kader. Das ist. Noch ein Blast. Noch ein Blast? Ach, der. Blast in einer anderen Farbe. Der blaue Elemental. Das ist ein guter Blast. Finde ich schön. Ein schönes Blast. Wahrscheinlich trotzdem die Strix gespielt. Ja, wahrscheinlich. Das cool. Oder einfach eine Chillis. Neues Land. Human. Da steht jetzt Human. Das ist eine Vinota. Oh, der bringt sogar was mit. Mhm. Ja, den kannst du blasten, wenn er was gemacht hat, aber das ist dann halt auch schon vorbei. Yes. Das Lego-Männchen jedes Mal. Ja, ja. So geil. Der Star Wars Stormtrooper. Ja. Bester. Ah. Da wird er jetzt gebrainstormt. Ja, das trifft jetzt ziemlich gut. Du bist schön brainstorm-locked. Vor allem gegen die Carbon. Ja, stimmt. Dann ging Force zurück. Oh. Und ja, die Elafion ist zurück. Ist ja total egal, man zieht die Karte ja gleich eh. Ja, das tut weh. Aber ich würde mir aus Gründen das Force auf der Hand behalten, tatsächlich. Ja. Einfach für den Fall, dass du was forcen kannst, weil dann ist die Karte gespielt. Da kam die Ebene. Die Herr der Ringe-Ebene. Jo, und der Mountain war auch Herr der Ringe, ne? Ja. Die sind schön. Ja, mit den Karten, das ist schon ganz hübsch. Dann Untap, Draw. Oh, da ist sogar Solid Youth. Ach du Kacke. Also man könnte jetzt halt das Ding noch blasten. Mm. Aber ich weiß nicht, wie wichtig das ist. Uiuiui. Das ist wohl nicht so wichtig. Da hast du die Baleful. Genau, spielt die Baleful. Hält sich blau-weiß offen. Ja, nicht. Blau reicht ja. Dann hat man jetzt den Brainstorm. Man das Wort für Blow-Shares fällt.
Dann hat man den Brainstorm-Lock auch weg. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Da geht man einen Schritt weiter, bekommt zwei Dinge auf den Dude. Jo, denn jetzt. Der wird jetzt gleich geblusht. Da ist noch eine Solitude. Noch eine Solitude. Genau, man hat die Ebene jetzt. Die kann man jetzt droppen. Aber drei Mana macht das Deck. Ja gut, drei Mana kann das Deck halt schon wieder Goblin oder anderen Kram spielen. Da kommt das Duel. Das gute Plateau-Alpha-Artwork. Mega dunkel, weil der Drucker nicht gut war. Der Drucker ist verdammt gut. Tatsächlich, der Drucker ist verdammt gut. Kann ich dir nachher mal zeigen. Die sind wirklich verdammt gut. Und, da Solitude. Geht ein... Ja, da geht der... Weil das kannst du jetzt forcen. Aber dann schmeißt du halt den Blast forcen? Weg. Das ist halt beides nicht so geil, ne? Oh, den musst du halt blasten, wenn er zuhaut. Combat? Ja, nee, Moment. Destroy. Ja. Ich finde es halt spannend, dass Plateau halt eins der wenigen Duels ist, die das Artwork verändert bekommen haben zwischen dem ersten und zweiten Artwork. Es ist ähnlich spannend, wie es Alpha World Kennex nicht gibt. Ja, das ist so witzig. Da ist ein Brainstorm, Fetchland. Und ich glaube nur Orakel. Das will weg. Dann Fetchland droppen. Ja, dann kannst du fetchen. Ja, fetchen. Hast du eine Mystic Sanctuary dran? Nee. Ja. So irgendwas buybacken kann. Keine Mystic dran. Oder so ein Blast buybacken jetzt gut. Ja. Absolut. Auf der anderen Seite rennt der Gegner halt trotzdem so langsam durch den Dungeon durch. Was halt einfach nur strong ist. Gleich erstmal 5 ins Gesicht. Dann kommt ja noch Zeug von der Hand. Genau, über die Insel. Steckt, der spielt nur 2 Basics. Ja, 2 Inseln, eine Ebene. Entschuldigung, es sind 3. Ja. Es sind 3. 2 Ebenen. Ja, okay, 2 Inseln, macht, eine macht den Mix jetzt nicht viel besser. Nö, es ist dabei nicht ganz so relevant. Dann Brainstorm. Die beste Sorcery der Welt. Ja. Halt nach einem Fetchland spielen, das hat immer ein bisschen Zeit. Ja. Da ist ein Wizard Cycling. Und der Dude. Oh mein Gott. Hat man jetzt die Combo auf der Hand? Ja, im Endeffekt, ja. Man nimmt jetzt das Force of Will und was auch immer diese andere Karte ist, legt sie oben drauf. Die Strix kann weg. Die Strix kann einfach weg. Die Strix kann weg, dann geht man in Wizard Cycling und droppt den Loot. Ich glaube, ja. Nächste Runde Combo? Ne, da wird dann Strix gespielt. Ja, okay, du. Dann zieht mal halt den Wizard Cycler, ne? Nee, man hat es vorausgezogen. Ja, es ist irgendwie. Man hätte halt einen Shuffle kriegen können. Man hätte halt 2 Karten wegschuffeln können, ne? Es wären halt Strix und Brainstorm, die halt weggeschuffelt worden. Strix und Force, die halt weggeschuffelt gewesen wären. Ich verstehe, weil dann ist ja der andere Combo-Part jetzt oben drauf, ne? Ja. 5 Mana, Solitude für dich. Und das ist es jetzt halt. Also jetzt hat man einfach das Problem, man kann jetzt nicht cyclen, wirklich, weil der Dude oben drauf ist. Und man hat dem Gegner jetzt einfach eine Runde geschenkt. Ah, es ist räudig. Ja. Der Cycling kostet 2. Ja. Deswegen, es war ja klar, dass man keinen Land zieht. Dementsprechend hätte ich das auf jeden Fall anders gespielt. Und dann schon die Combo gegangen. Ja, draw a second card. Was ist denn so Künstler? Würde Sinn machen in dem Deck als One-Off. Ich denke auch, aber Vinota. Das könnte jetzt richtig knallen. Das könnte jetzt richtig weh tun. Wurden die vom Schaden denn eigentlich von dem gemacht? Von der Forge. Kann es sein, dass die auf dem Würfel fehlen, das richtig sehe? Das kann sein, ja. Aber dann kriegt ja auch wieder Leben durch, so wie tut. Ach stimmt, ja, man hat einen gefetcht, einen bekommen. Beat, Trigger. Ja, das sind genau die 5 Leben, die da fliegen gegangen sind. Trigger, jetzt ein Magus auf dem Mond, bam, bam, bam.
Oh. Da war ein Markus dabei. Ich hab's genau gesehen. Der Markus wäre so viel besser gewesen. Ja, der Markus macht, du machst keine Combo. Genau, das weiß man halt nicht. Aber da geht man einen Schritt weiter, was wiederum die Stärke hat, dass man jetzt nochmal Markus finden kann. Markus finden kann. Oder halt irgendwas anderes. Markus finden wir jetzt einfach so gut. Es würde ihm einfach den Sieg einfach zielen. Da ist noch ein Fünfer. Affe. Fury. Da nimmt man den Fünfer. Geht wieder oben rein. Ja. Mischt, geht wieder oben rein. Und hat verloren. Wahrscheinlich, ja. Handkarten sind, glaube ich, keine mehr da. So sad. Also ich glaube, es war ein Markus. Kann auch sein, dass es ein Affe gewesen ist. Ja, okay, die sehen sich teilweise sehr ähnlich. Genau, also gerade mit den Artworks, die hier gespielt werden, ist wirklich, wirklich nah. Jetzt habe ich die Artworks ganz gut zusammen, finde. Ja, da geht man jetzt weiter auf Mountain. Aber Markus bräuchte noch so ein Old Border Reprint. Ein Old Border? Du meinst ein Full Art? Nee, ich brauche den Old Border. Warum denn nicht? Du kannst auch dann auch im Full Art spielen, so langsam. Ja, nee, ich habe Full Art Moves. Ja. Nee, dann geht man einen weiter, dann hittet man für 6. Und nächste Runde hätte man gewonnen, aber es ist leider... Ja, nächste Runde wäre da ein ganzer Arsch voll Schaden rumgeflogen, aber das ist jetzt halt auch einfach Essig. Ja. Schade, da konnte man nicht mit Capitalizen und dem Einzug, den man noch bekommen hat. Das wäre jetzt gewesen, mit dem Einzug den das Gegner noch... Das wäre sehr gut gewesen. Gut, so. Führt man jetzt Combo Piece A, Combo Piece B. Mit sich durch sein Deck. Gewinnt. Hoffentlich. Wahrscheinlich. Ja, weil das großartig ist, die meisten werden jetzt eh schon abgeschaltet haben, aber egal. 3, das waren 2 Spots zu Blanchers oben drauf. Ich glaube, da war eine Möbel. Ja, Möbis. 2, 3. Da war die Tassas Orakel. Jetzt war mal so ballsy und hat auch noch Fairies drin oder so. Das wäre natürlich mega. Da ist noch eine McCabry. Und ich glaube, man hat noch die dritte McCabry drin. Und man ist in der Gruppe. Ja, manche. McCabry. Und dann... Dann fehlt eigentlich... Das Dings war schon drin, ne? Ja, Cable Therapy war eigentlich schon drin. Okay. Ach, hier hat man verloren, wenn man jetzt nicht gewinnt. Das macht man einfach durch. Ja, das... Dann Cable Therapy auf dich... Therapy auf dich und sagt Solitude. Jo. Nur für den Fall, aber ich glaube, nee, Fairy Macabre. Cool. Fairy Macabre ist, glaube ich, besser zu sagen. Und das ist Rubbel die Katz und Land. Ja. Tja, dann Reanimate 2-1 Servlet Breakfast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wenn ja, könnt ihr das Video gut bewerten und auch ein Abo da lassen. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.